Wer innerlich nicht aufsteht, wird auch äußerlich nie weiterkommen. Man muss sich erst innen nach oben ausrichten, dann zieht das Äußere mit. Ich freue mich riesig auf das heutige Thema. Mir brennt es schon seit ungefähr einem halben Jahr unter den Nägeln. Also, sperrt die Ohren auf wie nie zuvor. Ich will heute nämlich darüber sprechen, was man machen sollte, wenn man ein Wunder braucht. Der Titel des heutigen Vortrags lautet: Wenn du ein Wunder brauchst, setz dich in Bewegung. Man muss sich gar nicht viel in Bewegung setzen. Wackeln reicht schon. Wackeln ist nicht laufen. Wackeln ist wackeln. Lasst uns das kurz mal üben. Kommt, in beide Richtungen. Ja? Wer ein Wunder braucht, muss wackeln. Wir kommen später noch auf diesen mitleiderregenden Mann zu sprechen, der hier auf dem Boden liegt. Ich sag dir, Steve, du siehst schlimmer aus, als ich erwartet hatte. Danke. Du hast richtig geübt, mitleiderregend auszusehen. Oh. Steve stellt den Mann aus Johannes 5 dar, der 38 Jahre lang an einem Teich lag und auf ein Wunder wartete. For a miracle. Für mich ist das eine der erstaunlichsten Geschichten in der Bibel. 38 Jahre ist eine lange Zeit, um am selben Platz herumzuliegen und nichts zu tun. Aber bevor wir das weiter ausführen, lasst uns erst bei Prediger 12, Vers 13 anfangen. Steve liegt da gern so lange, bis ich ihn brauche. Vater, ich bitte dich, den Aussagen der Bibel heute Kraft zu verleihen. Und ich bete, dass die Leute das Gesagte verstehen und es das Leben von einigen verändert. Könnt ihr dem zustimmen? Das Buch Prediger wurde von Salomo geschrieben, der angeblich mehr Weisheit hatte als sonst jemand. Doch irgendwann benahm er sich ziemlich unklug. Er probierte alles Mögliche aus, um Glück zu erlangen. Er hatte viele Frauen. Mir schleierhaft, warum irgendein Mann glaubt, dass viele Frauen ihn glücklich machen, bereitet eine einzige Frau einem doch schon alle Probleme, die man sich nur wünschen kann. Aber er hatte viele Frauen. Er baute Häuser, er besaß Land, er hatte Silber, er hatte Gold, er hatte Diener, er hatte alles, was man sich nur wünschen kann. Und dann schlussfolgerte er: Das ist alles nutzlos, das ist alles nichts. Im Grunde ist das so, als wenn man dem Wind nachjagt. Dann ganz am Ende des Buches, in Kapitel 12, Vers 13, im vorletzten Vers sagt er: Es wurde alles gehört. Das Ergebnis des Ganzen ist: Fürchte Gott, verehre ihn und bete ihn an, weil du weißt, dass er es ist. Und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Das ist der ganze ursprüngliche Zweck seiner Schöpfung, der Gegenstand von Gottes Vorsehung, die Wurzel allen Charakters, die Grundlage allen Glücks, die Lösung für alle unharmonischen Umstände und Bedingungen unter der Sonne und die ganze Pflicht des Menschen. Das ist ein langer Vers in der Amplified-Bibel. Ich möchte jetzt nicht jeden Punkt im Einzelnen besprechen, aber lest das zu Hause nochmal durch. Und macht euch bewusst, dass Gott durch diesen Vers sagt: Du kannst dein Problem lösen, indem du tust, was ich sage. Wie immer dein Problem auch aussieht, du kannst es lösen, indem du einfach und unverzüglich das befolgst, was ich dir sage. Ich wünschte mir, ihr würdet etwas mehr Begeisterung zeigen. Ich sage das nochmal: Gott gehorchen ist die Lösung aller Probleme. Die Lösung für alles, was aus dem Gleichgewicht ist. Die Wurzel
allen Charakters. Wir entwickeln einen göttlichen Charakter, wenn wir das Richtige tun, selbst wenn es weh tut und uns nicht danach zumute ist. Wenn wir das tun, von dem wir wissen, dass es richtig ist, selbst wenn wir nicht sofort das gewünschte Resultat erzielen. Wenn wir andere Menschen gut behandeln, die uns nicht gut behandeln, dann entwickeln wir einen göttlichen Charakter. Aua, aua, aua. Wir müssen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, um den Charakter Gottes in uns zu entwickeln. Es gibt nichts Wichtigeres, als einen gottgefälligen Charakter zu haben. Und das bedeutet immer, sich für das Richtige zu entscheiden. Unabhängig davon, wie man sich fühlt. Um seelisch gesund zu werden. Worum es an diesem Wochenende geht, um innerlich heil und erneuert zu werden, sollten wir mehr tun, als nur zu beten und darauf zu warten, dass Gott oder jemand anders alles für uns erledigt. Wir sollten Verantwortung übernehmen. Wir sollten lernen, die Fähigkeiten anzuzapfen, die in uns liegen. Und ich nenne euch eine Fähigkeit, die in euch liegt. In euch liegt die Fähigkeit, alles zu tun, wozu Gott euch auffordert. Gott fordert uns zu nichts auf, wozu er uns nicht auch die nötige Fähigkeit gibt. Habt ihr mich gehört? Es bringt also nichts zu sagen, das ist zu schwer. Es bringt nichts zu sagen, das kann ich nicht. Wenn ihr überhaupt etwas sagt, dann aber bitte die Wahrheit. Gott, ich möchte nicht. Ich werde mich einfach weiter im Kreis drehen und warten, ob du es dir vielleicht doch noch anders überlegst. Das wird nicht passieren. Wir sollten lernen, Gott zu gehorchen. Sprüche 6, die Verse 5 bis 9. Reiße dich los wie ein Reh aus der Falle des Jägers, wie ein Vogel aus dem Netz. Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Aber du, Faulpelz, wie lange willst du noch schlafen? Wann wachst du endlich auf? Mir gefällt diese Bibelstelle deshalb so gut, weil sie uns sagt, dass die Ameise, die kleine schwarze oder rote Ameise, die ihr ganzes Leben lang im Staub kriecht, dass die kleine Ameise den nötigen Vorrat anschafft für die Zeit, wenn es keine Nahrung gibt, und das ohne einen Aufseher. Das ist der Aspekt, der mir so gefällt. Sie tut, was sie tun muss, und niemand muss sie dazu anhalten. Ameisen sind klüger als viele Menschen. Das ist eine wunderbare Bibelstelle. Wenn wir das Richtige tun können, auch wenn niemand zusieht, und wenn wir es einfach nur tun, weil es richtig ist und weil Gott es gesagt hat, ist uns Erfolg in jedem Lebensbereich gewiss. Habt ihr mich gehört? Ihr habt eine Mission, und zwar euer Leben vor dem alles sehenden Auge zu leben. Euer Leben vor Gott und nur vor Gott zu leben. Lebt nicht, um Menschen zu gefallen. Lebt nicht, um euch selbst zu gefallen. Findet heraus, was in der Bibel steht, und entschließt euch, dass ihr mit Gottes Hilfe gehorsam gegenüber allem seid, was ihr in der Bibel findet, und allem, was Gott euch ganz persönlich ans Herz legt. Macht ihr das, so müsst ihr nie wieder neidisch auf andere Menschen sein. Ihr müsst euch nie wieder den Erfolg eines anderen wünschen, weil ihr selbst Erfolg habt. Aber Joyce, ich gehe doch in die Kirche. Ich bin viele Jahre in die Kirche gegangen, bevor ich wirklich ernst mit Gott gemacht habe. Und ich habe Gott durchaus geliebt, zwar nicht mit ganzem Herzen, aber ich glaubte an Jesus. Ich wusste, dass Gott gnädig ist und dass er mir vergeben hatte.
Meine Güte, ich war sogar im Kirchenvorstand und mein Mann war Ältester. Trotzdem war ich stark von meinen schlechten Neigungen getrieben. Ich schätzte vollkommenen Gehorsam nicht sehr hoch. Ich machte schon einiges richtig. Aber ich war seelisch nicht wirklich geheilt. Ich hatte immer noch die ganzen Wunden aus meiner Kindheit. Und ich war so ähnlich wie dieser Mann hier. Ich lag herum und wartete auf ein Wunder. Ich sah mitleiderregend aus und bemitleidete mich selbst. Mach dir nichts vor, du bist kein Sonderfall. Du solltest nicht an deine Vergangenheit oder deine gegenwärtigen Umstände gebunden sein. Wir alle haben Probleme. Zugegeben, einige Leute scheinen mehr Probleme zu haben als andere. Einige Leute haben äußerst tragische Dinge durchgemacht, aber manche Menschen, deren Leben am chaotischsten ist, haben nicht annähernd so tiefgreifende Probleme wie andere, die trotz ihrer Probleme äußerst erfolgreich leben. Also, woran liegt das? Es hat viel mit der Einstellung zu tun. Es hat viel mit Selbstzentriertheit zu tun. Doch unterm Strich gelten Gottes positive Zusagen für alle, die wollen, die nicht einfach nur die Zusagen haben wollen, sondern die auch tun wollen, was Gott sagt. Dann kann man sich der Zusagen sicher sein. Ich glaube, wir hören nicht genug über Gehorsam. Ich habe gesagt, wir hören nicht genug über Gehorsam. Wir hören viel über das Gute, das Gott uns geben möchte. Wir hören viel darüber, dass Gott unsere Wünsche erfüllt. Wir hören viel darüber, dass man dem Teufel widersteht. Aber wir sollten mehr über Gehorsam hören. Die Zusagen in der Bibel gelten für eine bestimmte Gruppe Menschen und wir gehören alle dieser Gruppe an. Diese Gruppe heißt Wer glaubt? Und jeder in diesem Saal heute kann ein Wer glaubt sein. Dazu gibt es aussagekräftige Bibelstellen. Wer glaubt, wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jesaja 60, Vers 1. Wir zeigen das hier auf dem Bildschirm, damit wir uns den Vers zusammen anschauen können. Als erstes steht dort, steh auf. Mit anderen Worten, setz dich in Bewegung. Steh auf, beweg dich. Steh auf von der Depression und Erschöpfung, in der dich deine Umstände gehalten haben. Steh auf zu einem neuen Leben und leuchte, denn dein Licht ist gekommen. Nicht wird kommen, sondern ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Doch um das selbst zu erleben, sollten wir zunächst einmal aufstehen. Wer innerlich nicht aufsteht, wird auch äußerlich nie weiterkommen. Man muss zuerst die innere Einstellung nach oben ausrichten, dann zieht das Äußere mit. Amen. Stimmt's? Kommen wir zu Johannes 5, die Verse 1 bis 8. Ich lese nicht alle Verse vor, sondern ich erzähle euch die Geschichte lieber. Da war ein Mann, der an einem Teich namens Bethesda lag und auf ein Wunder wartete, weil einmal im Jahr ein Engel das Wasser bewegte. Der Teich war so ähnlich wie hier. Wir tun mal so, als seien wir am Teich Bethesda. Ständig lagen da irgendwelche Leute herum. Und einmal im Jahr kam ein Engel, und ich weiß nicht, ob der Engel nur seinen Finger ins Wasser steckte oder darin herumrührte oder was, aber auf jeden Fall bekam das Wasser dadurch heilsame Kräfte, sodass der Erste, der daraufhin ins Wasser stieg oder fiel, ein Wunder erlebte. Dann hat sich das Wasser vermutlich wieder beruhigt, und das war's, nur ein Wunder für einen Menschen. Einmal im Jahr.
Dann kam Jesus. Einer der Männer, die dort lagen, Vers 5, war seit 38 Jahren krank. Eine hartnäckige, anhaltende Erkrankung, die er 38 Jahre lang gehabt hat, und zwar dieser Mann hier. Und Jesus sagte etwas ganz Erstaunliches zu diesem Mann. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Was für eine Frage ist das denn? Willst du gesund werden? Klar doch. Und dann geht Jesus noch ein bisschen tiefer und fragt, ist es dir wirklich ernst damit, gesund zu werden? Und der Kranke antwortete ihm und sprach, Herr, ich kann nicht. Ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt. Und? Während ich noch versuche, hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein und wird geheilt, und ich nicht. Also, als Jesus ihn fragte, willst du wirklich gesund werden, sagte er, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt. Er wartete darauf, dass jemand anders es für ihn tat. Ihr sagt aber, Joyce, nun habt doch mal ein bisschen Nachsicht mit dem armen Kerl, er war doch gelähmt. Aber wisst ihr was, in 38 Jahren hätte er sich allein mit Wackeln ziemlich weit fortbewegen können. Selbst wenn man sich jedes Jahr nur ein paar Zentimeter fortbewegt. Und ein Jahr hat ja immerhin 365 Tage. Stück für Stück. Aber das Einzige, was er Jesus sagen konnte, war, es gibt niemanden, der mich in den Teich trägt. Und wenn ich es versuche, schafft es jemand anders immer vor mir. Jesus hat daraufhin nicht geantwortet, oh, du armer Mann, das ist ja unglaublich, dass du hier schon seit 38 Jahren liegst und dich niemand in den Teich getragen hat. Wie schrecklich. Ich weiß. Das ist wirklich schlimm, oder? Ja. Ganz schlimm. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Er macht das richtig gut. Ich glaube, er hat sogar Tränen in den Augen. Da Jesus so voller Liebe und Güte ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass er sagt, das ist das Schrecklichste, was ich je gehört habe. Ich bringe das gleich in Ordnung. Aber stattdessen hat Jesus Folgendes gesagt, Vers 8. Jesus sagt zu ihm, steh auf! Steh auf! Steh auf! Nimm deine Matte und geh. Räum das auf, was du hier die letzten 38 Jahre veranstaltet hast und geh nach Hause. Geh los und leb dein Leben. Steh auf. Und ich weiß zwar nicht, wie weit ihr gekommen seid oder was euch das gekostet hat, hierher zu kommen, aber vielen von euch will Gott dasselbe sagen. Steht auf! Hört auf, irgendwo herumzuliegen und darauf zu warten, dass jemand anders es euch abnimmt. Hört auf, euch selbst zu bemitleiden, weil euch eine andere Person immer zuvorkommt und euch niemand hilft. Steht innerlich auf. Innerlich aufstehen macht man, indem man sagt, ganz gleich, was mir in der Vergangenheit widerfahren ist, vielleicht hatte ich keinen guten Start, aber ich werde ein gutes Ende haben. Ich werde mir das Leben nicht vermiesen lassen. Keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer mich vor Gericht verklagt, den wird Gott widerlegen. Ich gehe nicht bergab, sondern bergauf. Ihr müsst etwas Feuer in eurer Seele haben und sagen, ich gehöre zu den, wer glaubt. Und wenn andere schuldenfrei sein können, dann kann ich das auch.
Wenn andere ein neues Auto haben können, dann kann ich das auch. Wenn andere in einem schönen Haus leben können, dann kann ich das auch. Und wenn andere Gott gehorchen können, dann kann auch ich Gott gehorchen. Wir sollten nicht nur Bücher über christliche Mystiker lesen, die alles aufgegeben haben, um Gott zu dienen. Wir können Gott selbst mit ganzem Herzen dienen. Wir können ihn suchen. Wir können in seiner Gegenwart leben. Wir können ihn kennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Wir können die Welt verändern. Jeder Einzelne von uns, wir müssen uns nicht in uns selbst versenken, sondern können ein lebenswertes Leben leben. Ein lebenswertes Leben. Worth living. Der Mann in der Geschichte konnte nicht laufen. Aber er hätte wackeln können. Ganz gleich, was mit dir ist, du kannst wackeln. In den 38 Jahren, die er hatte, hätte ich mich über den Rand des Teiches in Stellung gelegt. Und wenn der Engel mit seinem Finger ins Wasser tauchte, hätte ich mich fallen lassen und gesagt, entweder ich ertrinke oder ich werde geheilt. Aber so wie jetzt bleibe ich nicht. Wer glaubt? Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer sich auf das verlässt, was in der Bibel steht, und Schritte wagt, wird nie enttäuscht werden. Manchmal muss man Schritte wagen. Ob es uns nun gefällt oder nicht, wir alle ernten, was wir im Leben säen. Wir ernten, was wir säen. Und ich sage nicht, dass all eure Probleme eure Schuld sind, das meine ich nicht. Aber wenn wir Gott kennenlernen und lernen, das Richtige zu tun, erzielen wir irgendwann auch die richtigen Resultate. Wir müssen nur lange genug es tun. Ich sagte, wenn wir lange genug das Richtige tun, erzielen wir auch die richtigen Resultate. Wenn wir lange genug das Richtige tun, erzielen wir auch die richtigen Resultate. Und das heißt nicht, dass wir keine Schwierigkeiten durchmachen müssen. Das heißt nicht, dass andere Menschen uns nicht verletzen. Das heißt nicht, dass es niemanden mehr gibt, dem wir vergeben sollten. Das heißt nicht, dass es keine Ungerechtigkeiten und nichts Unfaires mehr im Leben gibt. Die Welt ist voll von gemeinen Menschen. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, der Gott, der in euch lebt, wird euch immer aufs Neue heilen, wenn ihr verletzt werdet. Der Gott, der in euch lebt, wird euch immer aufs Neue aufrichten, wenn ihr niedergedrückt seid. Derselbe Gott wird euch immer wieder ermutigen, wenn ihr entmutigt seid. Wenn ihr innerlich aufsteht, wer von euch versteht das, was ich meine? Wenn ihr innerlich aufsteht, kann euch niemand unten halten. Wenn wir konsequent gehorsam säen, werden wir uns verwandeln. Unser Leben wird sich zum Guten wandeln. Wenn wir ungehorsam säen, werden wir allen möglichen Kummer haben. Was ist Verantwortungsbewusstsein? Es bedeutet buchstäblich, sich seiner Verantwortung bewusst zu sein. Es bedeutet, Rechenschaft abzulegen, für etwas gerade zu stehen, haftbar zu sein, sich für sein Verhalten zu verantworten. Aber was machen wir stattdessen? Wir machen Ausflüchte. Warum bist du so muffig? Ach, ich hatte einen schlechten Arbeitstag. Warum kommen andere so schlecht mit dir zurecht? Na ja, ich fühle mich eben nicht gut. Das ist nicht Verantwortungsbewusstsein. Das sind nur Ausreden. Damit stellen wir uns nicht dem Problem, was ich jahrelang gemacht habe. Wir sollten unsere Pflichten erfüllen, zwischen richtig und falsch unterscheiden können und verantwortlich sein. To be accountable. Doch statt verantwortlich zu sein, schieben wir die Schuld oft von uns, wenn wir mit unserem Verhalten konfrontiert werden. Wir reden uns heraus oder bemitleiden uns selbst. Wir sind störrisch, wir werden verbittert, sind unversöhnlich, haben eine schlechte Einstellung und tun lauter schlechte Dinge. Und vor allem geben wir anderen die Schuld für unsere Probleme. Warum habe ich 38 Jahre lang da gelegen? Weil mich niemand in den Teich getragen hat. Es war nicht seine Schuld. Es lag nur daran, dass es niemand für ihn getan hatte.
Warum hat er nicht gewackelt? Weil er zu sehr damit beschäftigt war, an all die Leute zu denken, die ihm zuvor kamen, und weil er sich selbst bemitleidete, weil das Leben sich nicht wie gewünscht entwickelt hatte. Dieser Saal ist voller Menschen, deren Leben sich wahrscheinlich nicht wie erwartet entwickelt hat. Aber das heißt nicht, dass euer Leben vorbei ist. Das heißt nicht, dass ihr kein großartiges Leben haben könnt. Vielleicht ist es nicht so, wie ihr es euch vorgestellt habt, aber ich habe die gute Nachricht. Gott kann sogar noch etwas Besseres daraus machen. Und selbst wenn ihr Plan A in den Sand gesetzt habt, Gott ist so groß, dass er aus Plan B etwas Besseres machen kann, als Plan A je gewesen wäre. Herrlich, oder? Wenn Sie einer Herausforderung gegenüberstehen, setzen Sie sich in Bewegung. Was Sie nicht können und nicht haben, ist kein Hindernis für Gott. Er kann trotzdem Großes in Ihrem Leben tun und er möchte, dass Sie wissen, mit ihm ist alles möglich. Ich würde mich freuen, wenn Sie es einplanen, an einer meiner Konferenzen teilzunehmen. Sie sagen vielleicht, Joyce, warum sollte ich das tun, wenn ich dich doch täglich im Fernsehen erleben kann? Wissen Sie, meine Sendungen sind eigentlich nur ein Appetithappen. Doch Teil der Konferenz zu sein, macht erst richtig satt. Joyce Meyer kommt nach Paris und Rotterdam. Inspirierender Lobpreis und lebensverändernde Vorträge. Einfach gewaltig. Das muss man einfach erleben. Es trifft genau ins Herz. Am 8. Mai in Paris auf Englisch, Französisch und Arabisch. Und am 9. Mai in Rotterdam auf Englisch und Niederländisch. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie dabei sind. Tickets und weitere Informationen jetzt auf joycemeyer.fr und joyce-meyer.nl. Wir sind hier im regnerischen London und dieser Bus ist etwas ganz Besonderes. Er gehört zum Projekt Grünes Licht von Hand of Hope und der Hillsong-Gemeinde hier in London. Hier wird den Obdachlosen geholfen. Sie können zu diesem Bus kommen und werden kostenlos medizinisch behandelt. Danke, dass Sie uns hier in London und überall auf der Welt unterstützen. Hand of Hope hat wie Jesus ein Herz für die Armen, Kranken und Schwachen. Gemeinsam können wir jeden Tag Millionen Menschen von Gott erzählen und unseren Teil tun, um das Leid auf dieser Welt zu lindern. Machen Sie mit und verändern Sie mit uns das Leben dieser Menschen, Tag für Tag. Und jeden Tag ein Stückchen mehr. Die Wetteraussicht. Durchweg Sonne, kein Regen in Sicht. Nicht nur beim Wetter, auch im Leben geschieht Unvorhergesehenes. Spannen Sie den Schirm des Glaubens auf, wenn plötzliche Krankheiten Ihr Leben verregnen wollen. Von Joyce Meyer gibt es die DVD Gott ist dein Arzt. Einfach bestellen im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.